Recht herzlich willkommen zur 16. Folge von Stellaris. Ja, wir sind hier, um die Konstruktionstische wieder in Auftrag zu geben. Müssen wir mal laufen. Wir wollten, kann das sein, dass wir hier irgendwas entdecken wollten? Achso, wir müssten dafür, wenn das Konstruktionsschiff auswählen, ne? Das war Forschungsschiff, das war das Konstruktionsschiff. Und wenn ich das da anklicke, Außenposten bauen, nee. Ah, ich glaube, wir müssten erstmal dieses hier erforschen, kann das sein? Oder ist hier erforscht und hier gibt's nichts? Gute Frage, ne? Neue Stufe erreicht, schön. Oh, jetzt geht hier die Post ab oder was? Warte mal langsam, so viel kann ich auf einmal lesen. Mindestens ein Gebäude ist inaktiv, das liegt daran, dass wir nicht genug Mitarbeiter haben. Das ist alles gut. Gut, haben wir. Okay, das ist fertig. Das ist das Feld, da können wir diese drei Sachen machen. Ermöglicht Abbau von Garantiumerz. Schiffspanzerung. Hört sich cool an, aber ja. Schadensbonus, Feldproduktion. Was war das denn hier? Energiebetriebene Exoskelette. Okay. Der mögliche Abbau von Teldakristalle. Teldakristalle. Ja. 816, 816. Machen wir erst das mittlere, weil es schneller geht. Okay, dann ist das erledigt. Reparaturen abgeschlossen bei den Schiffen oder was? First. Ja. Ist wohl so. Noch ein Anführer mit einer neuen Stufe. Dimitris Prime ist neu. Was war das? Bauvorhaben abgeschlossen. Da ist es okay. Ja. Also. Da kommt neuer. Und. Ja, wird dann gut sein erstmal, ne? Hier können wir was updaten. Machen wir das doch, oder? Alles andere geht noch nicht. Wir müssten dann erst was entfernen auch, aber wir haben noch Freiflächen, also nutzen wir die erstmal. Einfaches Kraftwerk verbessern. Haben wir gemacht, oder? Gut. So. Die Frage ist, hier alles gebaut? Ja, sieht so aus, ne? Ja. Wie sieht das hier aus? Gebaut. Ah, hier sind wir irgendwie von dannen gejagt worden, weil da irgendwas ist, ne? Piraten. Okay, unser Bereich ist auch hier irgendwo. Ja, das wäre ein Bereich, den wir auch noch nicht kennen, ne? Lass mal hier weiterlaufen. Ich dachte, das läuft schon weiter, ne? Eigene Flotte. Das ist Konstruktionsschiff. Und hier gibt's nichts zu konstruieren zurzeit, oder? Könnte man Außenposten bauen? Was war das? Also, das haben wir schon erledigt. Da haben wir vergessen anzuklicken. Ein Kolonieschiff auch. Interessant, aber wir haben noch keine Kolonie gefunden. Forschungsschiff. Warte mal, hier unten wäre schlecht. Das System erkunden machen wir doch erstmal, oder? Dann sind die beschäftigt. Das ist First Strike und Second Strike. Nicht Angriffsversprechen, Einladung. Wer ist denn das? Der da. Okay.
Ach, das ist noch nicht mal mit uns. Okay, das ist dann auch egal. Hier oben. Konstruktionsschiff. Da oben. Forschungsschiff. Und wir hatten dann zwei Forschungsschiffe oder was? Da war doch noch eins, oder? Da. Das fliegt dahin. Gut. Was macht das? Konstruktionsschiff. Da müssen wir mal gerade in den Orbit gehen. Gebaut, gebaut. Hat da nichts zu tun. Hier ist jemand anders, oder? Da ist ein Außenposten. Das ist Forschungsschiff. Hier in Bewegen machen wir erstmal. Dann fliegen wir da mal rein. Und können wir hier irgendwas erkunden oder ist das eher nicht möglich? Kann weg. Ja, gute Frage, ne? Was macht er da jetzt dann? Ist schon erforscht alles wohl. Und dann bringt das nichts, ne? Nochmal? Ne, das war das Konstruktionsschiff. Wo ist jetzt das Forschungsschiff da? Ja. Nee, die können da gar nicht hinfliegen, oder was? Tja, dann ist das komisch. Konstruktionsschiff. Bohrstütze bauen, Haltung, Außenposten bauen. Geht alles da nicht. Außenposten bauen, machen wir das doch, oder? Na, komm mal hin. Werden wir unsere Reichweite dadurch erhöhen? Gute Frage, ne? So, dann haben wir hier jetzt das Forschungsschiff noch. Können wir da hinlegen oder da hinfliegen lassen? Da ist aber nichts zu erforschen. Da ist alles super toll, oder? System erkunden, machen wir doch da erstmal das. Vielleicht kommen die aber auch gleich wieder um die Ecke geflogen. Jetzt haben wir in dem System schon zwei Konstruktionsschiffe oder was? Ja, super, oder? Hat gut geklappt. Außenposten bauen. Machen wir doch mal da auch noch einen hin. So, was ist die Aufgabe von diesem Schiff? Außenposten wahrscheinlich bauen, ne? Sieht dann aus. Geht. Gibt Schlimmeres. So. Wie nennen wir denn jetzt hier? Die sollten doch irgendwo hinfliegen. Ach, das ist das Kolonieschiff. Die sollten also doch nirgendwo hinfliegen. Ach, hier unten ist auch schon angekommen. Forschungsschiff. Warte, das nochmal anklicken. Gut, die erforschen dann so ein paar Sachen hier, ne? Ist das schon erforscht? Ja, nix los. Komisches System wahrscheinlich auch, ne? Ja, auch nix. Ist eine Savannenwelt, unerkundet. 25% Bewohnbarkeit, super, das bringt uns auch nicht weiter. Tja. Den wir terraformen. Dieser Planet gehört uns nicht. Ja, weiß ich auch schon. Was macht er jetzt? Also die Hauptsonne oder was auch immer. Lesen.
Da gibt es zwei Ressourcen in dem System dann. Konstruktionsschiff, ja, super, ne? Okay. Okay. Defensivabkommen, Einladung. Gut. Die Shelter. Macht was? Einen Außenposten bauen, genau. Passt. Und darunter war das auch nochmal. Hier einen Außenposten bauen. Ja, hört man. Funktioniert auch. Das Forschungsschiff ist hier oben rechts, ne? Ja, die haben noch zu tun. Die waren schon da. Okay, Anomalie. Erforschen. Da gibt's auch nichts. Dann gibt's hier nur so ein paar Dingens, sag schon. Asteroiden oder sowas. Die sind aber nicht bewohnbar. Anomalie. Ah, da hätten wir mal gucken können, ne? Aber hier ist alles Fehlschlagsrisiko 7%. Wo war das? Bei dem anderen Forschungsschiff wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, hier geht was, oder? Die sind da am Forschen. Ja, relativ groß hier auch. Bin ich gespannt, was da weitergeht. Ja. Da wird immer noch gebastelt. Ja, keine Ahnung, wie lange das dauert. Magnetische Umkehrung. Verblüffend. Und die Lage der Magnetpole des Monds vertauscht. Super. Na dann, verblüffend. Bringt uns aber irgendwie nichts, ne? Ja. Ist das hier auch ein Reich oder ist es Niemandsland? Weil da dies steht. Ach, das ist der Nebel, der so heißt, ne? Okay, Reisegeschwindigkeitsabzug von 30. Na, ist ja nicht schlimm. Das gilt ja hoffentlich für alle, ne? Was ist da los? System erkundet. Dann war da nichts, ne, oder? Gut, das hatten wir. Den hatten wir. Hier war ein Asteroid oder so. Da auch. Hier gibt's noch einen. Und da auch. Die können alle nix. Und hier unten ist noch ein Planet. Der ist aber auch tot. Gut, das bedeutet, dieses Forschungsschiff hat da gerade nichts zu tun. Dann erkundet mal da. Und von einem zuvor unbekannten Weltraumreich kontaktiert worden. Sie nennen sich die Free Atanebian Union. Na dann. Schön. Na dann. Machen wir das so. Die haben da oben was zu tun. Die bauen Nebenposten, die auch. Aber wir hätten noch zwei Forschungsschiffe, oder? Vertue ich mich da jetzt? Aha. Gibt's hier was, dass der so jault? Nö. System erkundet, hatten wir gerade angeguckt. Grenzen geschlossen, auch nicht so wichtig. Bauvorhaben abgeschlossen, das ist vielleicht wichtig. Da müssen wir hin. Kann man noch was updaten? Ja, da.
verbessern. Mineralöl Silo 2. Können wir wegmachen. Technologie erforscht. Forschungsgeschwindigkeit plus 5, das war super. Abbau von Lyturgas. Okay. Synchronorbitale sind so Matrizen. Neue Komponenten, Wächterpunkt, Verteidigung. Was machen wir? Observatorium. Machen wir. Das läuft. Gut. Aber dann würde ich auch sagen, die Konstruktionen sind abgeschlossen auf jeden Fall hier. Denn der Außenposten hat unser Reich hier gerade erhöht. Und der, weiß ich noch nicht, ob der abgeschlossen ist. Nee, der ist noch nicht abgeschlossen. Da hört man noch was. Nicht Angriffsverladung. Nation, wer ist denn das? Diese sind das. Müssen wir mal gerade gucken. Machen wir mal so. Zustimmen. Ne, ich würde das jetzt mal nicht zustimmen, sondern erstmal gucken. Das können wir gleich nochmal aufrufen, wo die sind. Okay, das ist unser östlicher Nachbar. Das erforschen wir mal und stimmen wir mal zu. Weil wir nähern uns denen jetzt. Können wir einen Angriff nicht gebrauchen. Bauvorhaben abgeschlossen. Okay, das heißt, das ist auch erledigt. Ah, jetzt habe ich den falschen erwischt. Dieses System ist erkundet. Ja, aber irgendwie bringt uns das gerade nicht so viel, weil da kann man nirgendwo wohnen, ne? Mehr war nicht, oder? 1, 2 und der Mond da. Sind das 2 Monde? Ah, da sind 2 Monde. Gut. Okay. Dann haben wir das. Gehen ins System hier rein. Und dann sollen sie mal das System erkunden. Gut, okay. Die beiden haben wir erweitert. Gehen wir in das System rein. Bergbaustation bauen. Obwohl, Forschungsstation bauen wir erst. Da oben wäre es auch noch. Dann bauen wir natürlich die erst. Die ist viel besser. Gut, wir haben aber Pause drin und ich würde auch sagen, wir sind dann erstmal so weit, dass wir hier unterbrechen. Wir müssen hier weiter gucken, Konstruktionen weitermachen. Da ist noch eine zweite Flotte, die muss das auch machen. Das Forschungsschiff ist unterwegs zu einer neuen Welt, die ist zu entdecken und ja, einmal einen Blick rüber müssen wir nächstes Mal machen. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.